Willkommen zum zweiten Teil des Geburtstagsspecials. Und ja, Leute, auf jeden Fall hier, das Bundle ist angekommen, auf jeden Fall vom guten alten Jonas. Clash Royale Bundle, auf jeden Fall sehr, sehr nice. Ich werde es euch am besten mal zeigen. Das Paket leider habe ich selbst nicht mehr. Das ist schon weg. Deshalb muss ich euch die ganzen Sachen am besten mal zeigen. Ich würde sagen, als allererstes würde ich sagen, zeigt euch am besten mal hier das Plakat. Okay. Hoffentlich kann man das vernünftig sehen. So, hier sieht man es. Hier nochmal zwei Elektrogeister. Das sieht schon ganz nice aus, Leute. Hier, ich glaube, da habe ich nichts vergessen. Ja. Also halt zwei Elektrogeister in Luft, die fliegen. Und oben noch ein paar Blitze. Und halt die Jojonas. Ist das eine Krone sogar? Ja, ja, das ist eine Krone. Das laber ich. Ja, natürlich ist die Krone. Ein neues Logo auf jeden Fall am Start. Und ich würde sagen, wir kommen zum zweiten. Das ist auf jeden Fall das Poster. Wir werden auch gleich zu was kommen, Leute, was ein bisschen kritisch ist, was auf jeden Fall, ja, das werdet ihr gleich sehen, Leute. Ich würde sagen, wir kommen mal zur Autogrammkarte. Hier ist am Start Jonas, wie man das sehen kann hier. Ist auf jeden Fall ganz nice. Lege ich am besten mal hier hin. Dann auf jeden Fall haben wir hier ein T-Shirt oder ein, ja, das ist ein T-Shirt, genau. Auch das gleiche Logo wie auf dem Poster. Das ist das gleiche mit den beiden Elektrogeistern und so. Und genau. Eigentlich ist das Video schon ziemlich, also eigentlich ist es ziemlich kurz, weil das sind nur ein paar Sachen auf jeden Fall. Aber ein Bundle ist auf jeden Fall nice auf jeden Fall. Ein bisschen über 30 Euro auf jeden Fall. Ja, ist schon ein bisschen teuer, aber ist halt so. Nicht wundern, Leute. Ihr seht hier gerade die Tasse. Die Tasse vom Bundle sieht normalerweise anders aus. Da ist noch dieses Logo auch noch drauf, ne? Also auf der Tasse wäre auch das Logo drauf, normalerweise. Aber das haben sie vergessen, das müssen wir mal zurückschicken. Falls es irgendjemand hier von den Zuschauern von Jonas ihnen weiterleitet, irgendwie, den guten Jonas. Jonas, auf jeden Fall, das wurde nicht drauf gedruckt hier, ist bisschen schwierig. Ich werde das auf jeden Fall zurückschicken und die Sache ist, dass da auf jeden Fall was gegen gemacht werden muss, dass da nochmal der Aufdruck am Start sein muss. Das Geld muss auch eben von Jonas, die Leute, die das halt herstellen, müssen das Geld vom Dings bezahlen, vom Versand, wie das heißt, weil sie eben das nicht richtig gedruckt haben. Da haben sie eben nur diese schwarze Tasse, das ist noch hier drin weiß. Das ist genau die gleiche Tasse, ist irgendwie nicht irgendeine andere Tasse oder so, ist wirklich die Tasse, die ich bestellt habe. Ansonsten ist alles gut jetzt hier von den Produkten, aber auf jeden Fall ist die Tasse nicht die richtige, nicht die Tasse die richtige, ist die Aufschrift, der Aufdruck nicht am Start. Das ist halt schwierig, Leute. Ihr seht das, Leute. Das ist auf jeden Fall die Tasse. Ansonsten ein bisschen schade, dass auf jeden Fall die Tasse nicht, dass der Aufdruck nicht am Start ist, müssen wir zurückschicken. Hat ungefähr eine Woche gedauert, bis das alles da war. Also, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, Leute. Ist auf jeden Fall nice. Ich werde das eine zurückschicken, halt die Tasse. Dann, ja, ich finde es nice auf jeden Fall zum Geburtstag. Auch wenn es 18. ist. Ich finde, es ist nichts Kindliches oder so. Also, Bro, das wäre ein bisschen peinlich jetzt hier. Für mich ganz klar. Das würde ich nicht machen. Aber Clash Royale finde ich, das ist auf jeden Fall ganz okay. Na, eventuell vielleicht dieses normale Shirt mir holen können, also ohne Elektrogeist, dann, ich weiß, Elektrogeist sieht das so kindlich aus, keine Ahnung, selbst wenn, ach, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall, hier seht ihr mal alles, die Autogrammkarte ist auf jeden Fall auch nicht fake, das ist auf jeden Fall alles real und ja. Dann würde ich sagen, war es das auch schon eigentlich fast mit dem Video, oder, ja, ich habe nichts vergessen, kurzes 4-Minuten-Video und würde ich sagen, war es das mit dem Special-Video beim zweiten? Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao!